Wieder schnell eine gute Stube. So, jetzt ist die Frage, soll ich dann danach nochmal los? Das machen wir dann abhängig vom Wetter. So, wenn wir uns jetzt hier erholt haben. Kaltes Wetter, okay. So, die Waffe stecken wir erstmal weg. So. Und jetzt stellen wir mal Zunderbündel her. Das hier auch machen in der Werkbank. Ne, das geht nicht. Machen wir einfach nochmal. Dauert 5 Minuten, um Feuer zu machen. Benötigt die Material 1 von 16. So, dann schauen wir nochmal. Können wir dann nochmal machen? Sollte das eigentlich genügend haben, erstmal vorerst. Ja, ich würde sagen, jetzt legen wir uns einfach mal hin. Ach, halt, das Kaninchenfell müssen wir nochmal ablegen. Ja, das ist schon bei 29%, 13, 45, 57. Wie lange braucht der Darm zum Trocknen? Halt. Den nehme ich jetzt mal. Der Darm, der braucht 5 Tage. Braucht auch nicht mehr lange. 8 Stunden haben wir noch. Jetzt legen wir uns einfach mal hin. So, dann sollte es uns wieder warm sein. Haben wir gespeichert. Es ist draußen kalt. Okay. Das heißt, wir machen jetzt unsere Jacke hier weiter. Oder was haben wir? Die Hose. Die Hose machen wir weiter. Erst mit 2 Stunden. Und ach, das können wir jetzt bloß noch am Stück machen. Ja, wurscht, machen wir fertig. So, jetzt haben wir die Rehlederhose. Und die ziehen wir natürlich gleich mal an. Ah, haben wir gedacht, die könnte man hier anziehen. Dann ziehen wir die halt hier an. So. Dafür anstatt der Jeans die Tragehose. So. Heißt aber auch. I need a drink. Hier rein kommt die andere Hose. So. Die wollen wir nicht anhaben. Wir haben mal Durst. Da haben wir jetzt aber nicht mehr viel. Haben wir noch irgendwas. Wasser haben wir hier noch. Alles umlagern. Hier ist hier noch was drinnen. Nee. Das heißt, hier ist unser ganzes Essen drinnen. Machen wir nochmal unseren Trick hier. Nach Zustand sortiert. 1, 2, 3. Wir haben jetzt noch eine bekannte Anzahl von Stunden Licht. Es dürften aber nicht mehr so viel sein. Dann müssen wir jetzt fast ein Feuer machen. Zunderbündel, die Kartondinge nehmen wir. Machen wir mal Feuer.
Und damit kochen wir uns dann das Wasser ab. Come on, little Und fire. Come on. mit dem abgekochten Wasser. Nein, das trinkt man, das gekochte Wasser, das trinkt man dann gleich. Und dann werden wir noch ein bisschen mehr Wasser machen. Zum Essen haben wir jetzt eigentlich nichts, was wir kochen müssen. Perfekt. Haben wir jetzt hier mal noch Stücke rein. Eine Stunde. So, hier schnell kochen wir unser Wasser. Und das trinken wir dann gleich. Hier trinken. So, 1 Liter schmelzen. Kochen. Getting tired. So, dann legen wir noch mal ein Stückchen nach. So, Schnee schmelzen. Und Wasser kochen. Jetzt auch Durst, jetzt kommt auch mal was. Dann schmelzen wir nochmal 1 Liter Schnee. Und den kochen wir dann gleich noch einmal. Genau, so. 3 Liter. Dann haben wir noch Tageslicht, Hungerhammer. Jetzt mal gleich mal ein bisschen mehr. Und dann legen wir uns jetzt einfach mal hin und schlafen. Machen wir mal 11 Stunden. Dann sollte es sich genau ausgehen. Ah, jetzt ist schon wieder unruhiger Morgen. Durst haben wir. Müssen wir nur noch am Essen und Trinken. So, wie sieht sie aus? 65% trockener Wolfspelz. Rehhaut. So, dann haben wir hier noch einen Wolfspelz und schauen wir, was können wir damit machen. Brauchen wir 4 Wolfspelze brauchen wir. 1, 2 und 4 Därme brauchen wir. So, die legen wir mal dahin. Frischer Darm, getrockneter Darm, Rehlederhaut haben wir auch noch eine, Rehlederstiefel und 4 Därme. Getrockneter Darm, also hier die Pelze legen wir ab. Ganze Rüben, den hier und hier in der Mitte drinnen. Hoppala. Nicht den frischen Darm, sondern den getrockneten Darm. Dann können wir hier noch. Das haben wir jetzt einfach so. So. Und die legen wir jetzt dann alle noch. Getrockneter Darm. Ah, da haben wir 4. Frischer Darm. Legen wir ab. Hier. Und dann legen wir auch hier ab. So.
bald alles getrocknet. Kaninchen hier. Der Birkenschössling. So, was haben wir jetzt halt noch? Darum. Gut, so. Dann schauen wir raus, wie es draußen ist. Das Wetter. Wahrscheinlich kalt und windig. Ja, nur windig. Dann würde ich sagen, dann schleifen wir mal unsere Werkzeuge. Wir haben ja hier unsere... Was ist hier drin? Der Wettstein. Werkzeuge. Das schärfen wir jetzt einfach mal. Einfach, dass wir die Zeit verbringen, bis es draußen wieder schöner ist. Die bringen jetzt halt beide so auf 95%. Das Beil und das Jagdmesser. Gut, haben wir da jetzt halt auf 97%. Aber die letzten 3%. Rentiert sich's nicht. So, hier das Jagdmesser. Da schärfen wir jetzt halt auch mal weiter. Und noch einmal. So. Auch auf 97%. Jetzt können wir unseren Bettstein wieder zurücklegen. Dafür nehmen wir hier noch das mit. Und